Hallo, ich bin Jasmin von Stempel doch mal. Herzlich willkommen zu 8 Tage Halloween. Ich habe heute einen kleinen Sarg für euch. So sieht der aus. Und der lässt sich quasi so öffnen. Und dann kann man ihn befüllen mit Süßigkeiten. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ist eigentlich ganz easy, wie alles, was wir hier so machen. Wir fangen mal an mit der kleineren Box für innen drin. Da ist das Maß 13 x 10,5. Natürlich schwarzer Farbkarton. Wie sollte es anders sein zu Halloween? Und dann müssen wir ringsrum bei 2,5. Oh, mein Papierschneider sieht aus. 2,5 falzen. Das ist die Box. Jetzt kommt das außen rum. Das machen wir gleich im Anschluss. Mal gucken, ob mein Farbkarton hier reicht. Müsste schicken. Und zwar brauchen wir da 17,8. So. Mal 10,9. Halt alles selbst errechnet, deswegen kommen da manchmal so komisch krumme Maße bei rum. Und hier unten falzen wir es dann bei 2,7. Das ist da. Und dann drehen wir es rum und hier geht's los bei 2,7. Dann haben wir 8,4. Die Maße findet ihr wieder in der Infobox. 11,1 und 16,8. Dann bleibt hier am Rand eine 1 cm Klebelasche übrig. So, dann machen wir jetzt erstmal hier mit dem Innenteil weiter. Da müssen wir den bekannten Schnitt hier gegenüberliegend machen. Und natürlich auch so ein bisschen einkürzen. So. Und das machen wir hier auch. Also wir haben ja quasi hier die Falzlinie. Da schneiden wir bei dieser 1 cm Klebelasche unten dieses kleine Rechteck ab. Der Rest bleibt stehen, der wird nur eingeschnitten. Und die kleinen Laschen, das sind wieder die, die eingeschrägt werden. Die großen bleiben so. So, dann können wir einmal alles falzen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, wir hatten ja letztes Jahr so einen fertigen Sarg im Sortiment. Das fand ich schon cool, der war auch so lebensmittelecht, aber man kann sowas ja auch selber machen. So, dann machen wir auch hier weiter. Ich nehme immer gerne so Kleberoller. Da muss ich nicht ewig warten, bis es trocken ist. Und dann kleben wir das hier wieder schön bündig zusammen. Haben wir schon mal das Innenteil. Und hier müssen wir mal gucken, ob es klappt. Manchmal klappt es, manchmal nicht, dass man das so schön praktisch hier übereinander legen kann.
Ja, ich mach's mal lieber mit der Hand, dann habe ich es genauer. Könnt ihr das hier erst zusammenkleben und dann kommt das so zusammen. Ich mache hier nur an der Seite Kleber hin. Das reicht eigentlich. Da kommt ja nicht sonst was für schweres Zeug rein. So, und jetzt weiß ich nicht, ob ich das mal lasse mit dieser Öffnung hier, weil man kann auch einfach so öffnen. Ich habe gedacht, so sieht man aber, wo es aufgeht. Nachher versuchen die Leute hier irgendwas abzuziehen, was nicht geht. Deswegen würde ich einfach sagen, machen wir es trotzdem dran. Ich klebe aber diesmal gleich vorher das Designerpapier an. Aber machen wir jetzt kurz mit der Rückwand weiter. Und zwar brauchen wir da einen Streifen schwarzen Farbkarton mit den Maßen 5,5 mal 10. Das gibt die Rückwand, die habe ich jetzt so extra da hinten dran gemacht. Und dafür brauchen wir kurz die Stanzmaschine. Denn es gibt ja so eine tolle Prägeform, so eine Spinnennetzprägeform. Und damit prägen wir das kurz. Komm her, du süße Maus hier. Also, das ist ja eine 3D-Prägeform, deswegen braucht ihr die Spezialplatte. Hier liegt nur die Grundplatte auf, sonst nichts. Und dann die Nummer 4, die Spezialplatte. Geprägt. Ich habe mir wieder so, damit es noch mehr nach Grabstein aussieht oder Sarg oder was auch immer, habe ich vorhin Sarg gesagt, das ist natürlich ein Grabstein, ne? Schneide ich mir hier so eine Ecke aus. Leg die auf der anderen Seite wieder an und dann habe ich das gleich. Und dann müsst ihr gucken, was er da schöner findet, was gleich an die Box hinten dran soll. Och, ist beides schön, ne? Das können wir ruhig auch schon mal machen. Einfach hier Flüssigkleber dran und ab geht die Luzi. Aber ich mache es jetzt mal so. Dann haben wir wieder zweimal was Unterschiedliches. Jetzt habe ich da ein bisschen rumgesaut mit Kleber. Aber ich lasse es einfach mal so. Das trocknet ja klar an. So, und dann brauchen wir noch Designerpapier. Und da habe ich mir aus dem Halloween-Papier von diesem Jahr das mit den Fledermäusen ausgesucht. Gibt es ja jede Menge verrückte Muster, die man nehmen kann, aber das war so, passt halt auch zur Deko mit den Fledermäusen. Und da brauchen wir jetzt ein Stück, das ist 8. Lass mich mal kurz überlegen. Nein, ich muss anders schneiden. 5,5. Damit die Fledermäuse in Flugrichtung sind, muss ich das anders schneiden. So, und hier ist es ein bisschen sehr dunkel, deswegen nehme ich das einfach für den Rand zum Beispiel. Das ist dann 2,5. Das wäre einmal für vorne. Und dann können wir das für oben drauf machen, das ist 8. Und dann brauchen wir nochmal 8. Und 2,5. Zweimal, das sind dann quasi die Seiten.
Dann können wir uns nämlich hier die Box dekorieren und dann nochmal überlegen, ob ich diese Griffmulde da mache. Das sieht auch cool aus, aber passt nicht mehr so ganz zu der Fledermaus. Ich glaube, ich brauche jetzt so langsam mal eine neue Klinge. Das ist immer noch meine erste Klinge, seit ich den Papierschneider habe. Aber jetzt wird es, glaube ich, so langsam Zeit. So, dann können wir hier noch die Ränder dekorieren. Da ist ja die Flugrichtung, ist ja nicht unbedingt änderbar. So, vielleicht noch so ein bisschen alles andrücken. Flüssigkleber braucht ja so einen Moment und ich mag das gar nicht, wenn die Ecken hochstehen. Bin ich echt ein bisschen pingelig, aber da muss dann ordentlich gedrückt werden, dass das auch klebt. So, und jetzt schiebe ich es einfach mal zusammen, um zu gucken. Ja, ich mache es einfach. Ich habe jetzt hier die 1-Inch-Kreisstanze, da müsst ihr mal gucken, was ihr da habt, dass ihr hier so eine Griffmulde machen könnt. Dann weiß derjenige, der es geschenkt bekommt, halt einfach, wo er da was zu öffnen hat. So, und dann habe ich das Stempelset hier genommen. Ghoulish Goodies und da ist hier dieser schöne Spruch drin und der passt eigentlich perfekt so in die Größe, Grabsteingröße. Und zwar brauchen wir da ein Stück, das ist 5x4, das schneide ich mir auch schon mal vorher zurecht. Ist immer ein bisschen einfacher wie nachher. So, und dann versuche ich das jetzt da mal relativ mittig drauf zu stempeln. So, ich hole es mir wieder hier runter. Ja. So semi-gut, ich mach's nochmal. Das gefällt mir besser. Aber das sieht ja von hinten eh keiner, von daher stört uns das jetzt mal nicht. In jede Ecke ein Dimensional. Und dann kann man sich das hier so ein bisschen hinlegen und ich hoffe, dass ihr jetzt nicht meine Haare seht, aber da so drauf, ohne dass ich was verschmiere. Und dann haben wir fast schon alles. Dann fand ich es hier jetzt relativ nackig hier vorne, deswegen habe ich da nochmal ein Band drum gemacht. Einfach so eine schwarz-weiße Kordel. Und ruhig so ein bisschen eine größere Schleife. Na komm. Kordeln verdrehen sich manchmal gerne. So, und dann habe ich als Deko mir diese Fledermäuse hier wieder gestempelt. Wo sind sie? Natürlich am untersten sind hier die zwei. Die habe ich weiß embossed auf schwarzem Farbkarton und dann kann man die mit den passenden Stanzformen hier flattern so rum, durch die Stanzmaschine jagen und dann bekommt man hier so ein tolles Ergebnis. Und da habe ich eine hier unten an die Schleife gesetzt.
So, und eine oben an den Grabstein. Und da habe ich hier jetzt gerade so einen kleinen Fleck. Das passt ganz gut. Da soll eh die Fledermaus hin. So, und dann, ich mache euch mal einen so. Und einen lasse ich so. Das ist meine Idee für heute. Einen gruseligen Grabstein, den ihr natürlich mit irgendwas Süßem befüllen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Video. Tschüss!